Ach ja, ich werde ja wiederbelebt, wenn das so endet. Wir haben kein zweites Leben bekommen. Die haben wir vorhin getötet. Verdammt, ist leer. Dann nehmen wir noch ein 4. Vorzeitiges Speichern erspart einem Laufwege. Bestimmt. Also rechtzeitiges Sparen erspart einem Laufwege. Was habe ich die stehen? Hoch, zwei Schüsse. Hat er nicht mehr Gegenstände. Ah nee, das war das Strahlungsgebiet. Ah, hier kamen die her. Ich hätte auch zuerst in den Robot Maintenance Room gehen können und hätte da vor Ort vielleicht ja was Besseres gefunden, um die irgendwie auseinanderzunehmen. Eine blaue Karte. Gruppe 3. Ja, wir spielen, keine Ahnung, 3 Stunden oder so und haben schon keine Ahnung, zig Karten. Ich schreibe jetzt einfach mal die Zahl hier auf. Ich weiß zwar nicht genau, wofür die nochmal gut war. An die erste Zahl muss ich dann später eh mal erinnern. Ihr müsst euch später daran erinnern, was ich als erste Zahl hatte in dem Spiel. Im Serverraum. Habt ihr euch wahrscheinlich alle auch gemerkt.
Logiksonde. Damit kannst du einen Rätsel überbrücken. Habe ich das schon mal gemacht? Er sagt mir, der Strom wurde umgeleitet. Biodi-Hust. Database offline. Da liegt noch ein Akku. Kacke. Ich hab schon unten. Obwohl unten, ich weiß, ich habe, als ich das angespielt habe, habe ich in dem, also in der ersten Stage definitiv später die Waffenkammer geöffnet. Irgendwo muss es ja einen Durchgang geben. Beziehungsweise irgendwo muss der Code noch gewesen sein. Die zu zerstören lohnt sich übrigens nicht, da kommen direkt neue. Die Energieabsauger. Oh, guck mal, ein Knopf. Diesmal nicht. Der Tachyon-Bergbau-Laser benötigt eine optimale Funktionstüchtigkeit. Für eine optimale Funktionstüchtigkeit jährliche Wartung. Die Wartung erfordern die Deaktivierung der Sicherheitsverriegelung des Schildes, um Zugang zu den Tachyon-Rücklaufanschlüssen an der Außenseite des Lasers zu bekommen. Die Wartungsmannschaft hat Zugang zum Code zur Überbrückung der Sicherheit. Jedoch wird für Notfälle ein Backup
in der Wissenschaftsbibliothek der Forschungsebene aufbewahrt. Der Code muss ins Sicherheitsüberbrückungsbedienfeld auf der Reaktorebene eingegeben werden. Achtung! Wird die Sicherheitsüberbrückung vor dem Fortsetzen des regelmäßigen Bergbaubetriebs nicht erneut aktiviert, kann der Laser katastrophal strukturellen Schaden nehmen. Auf der Reaktorebene eingegeben werden. Oh, guck mal, ein Button. Die hat die Menschheit schon einmal getötet. Und das nicht nur in dem Spiel. Das hier ist auch noch so eine Nummer. Das Klonding aufzukriegen. Auf der Etage. So, da unten ist der Fahrstuhl. Aber ich habe gesehen... Also unten ist der Fahrstuhl, von dem wir gekommen sind. Da rechts ist auch noch was offen. Weil wenn Türen von der Seite nicht zu öffnen sind, sind das meistens immer Türen, die zurückführen. Aber vielleicht ein bisschen viel Ladung für ihn. Oh mein Gott, Viren! Die den Makrokosmos verlassen haben. Den Mikrokosmos verlassen haben und den Makrokosmos erreicht haben. So wie damals auf der Voyager. Nerd. Und ist hier drin irgendwas Sinnvolles? Außer eine Kryokammer. Wo auch nichts drin ist. Hinten rechts steht einer. Denk mal, der kommt nicht, solange ich das Rätsel mache. So, zwei. Der muss dahin, damit wir... Nee, Moment, oder?
Ah, der läuft weg, gut. Er ist nur besonders laut. Das war das. Aber geil. Es klappt, ich könnte dir das aber immer noch nicht erklären, was ich da mache überhaupt. Wenn jemand fragen würde, wie gehen diese Rätsel? Die Strahlen haben irgendwie unterschiedliche Werte und dann versuche ich, die zu verbinden, sodass sie genug Energie erzeugen. Ach, hier ist ein Auflader. Also ich vermute, dass du versuchen musst, so viele von den Leitungen immer wieder zu kreuzen. Und durch diese Kreuzung verstärkt sich irgendwie die Power der einzelnen Leitungen. Ach, hier sind wir. Hier ist der Teleporter gleich. Deshalb, das war eine manuell verschlossene Tür. Ah! 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 Dämliche Elektroschocke! Schocke! Schocks! Bin ich wieder hier. Alter! Super ätzend. Shit, haben wir denn 22 Uhr? Ne, 22:48. Wir müssen nachher noch eine Sponsored-Geschichte kurz machen. Raumschiff Orion war eine Sci-Fi-Produktion vom CTF, war eine der teuersten deutschen Produktionen damals und war eigentlich der Vorgänger von Star Trek etc. Also es gab vor Enterprise und so weiter. Es hatte ein paar schöne Sachen, wie zum Beispiel, dass alle immer gesoffen haben, sobald die Mission abgeschlossen war. Und dass Raumschiffe zurückgestürzt sind auf die Erde. Aber dann hat das, sag ich mal, das deutsche Fernsehen nicht weiter verfolgt, diese Serie zu produzieren. Aber es soll ein Remake geben vom Raumpatrouille Orion.
ist nichts. So, da runterspringen wäre Unsinn, weil da waren wir schon. Moment, da waren wir auch. Da liegt aber noch eine Shotgun. Waren wir da nicht? Bin so irritiert, so viele Wege führen nach Rom. Doch, hier waren wir auch schon. Ich glaube, es bleibt nur noch, ja, der verseuchte Bereich unten. Oder nee, stimmt gar nicht. Da ganz unten durch bin ich auch noch nicht. Schüsse. Ich bin mir ziemlich sicher übrigens, dass damals nicht so viele Gegner da waren, beziehungsweise dass der nicht ständig nachgespawnt hat. Hier sind drei Stück drin. Spiel will ich veräppeln. Mir fehlt Schutzschildgenerator. Ich suche doch alles ab. Also werde ich auch dementsprechend alles haben, was man finden konnte bis jetzt. Von dir nicht, mein Freund. Also wieder ein paar Granaten und ganz viel Bioabfall. So, die hat mal geöffnet, das war das Rätsel an der Seite. Na? Komm her. Geht doch. Okay.
hungry. Man kann nur hoffen, dass sich der erste Teil ganz gut verkauft, weil ich würde mich freuen, wenn die den zweiten Teil remaken. Wäre eine coole Nummer. Und dann einen ganz neuen Teil. Wo gab es drei Teile? Ich weiß nicht. Eins und zwei sind, fühlt sich für mich richtig an. Dass es nur eins und zwei gab. Ach, das ist die Tür, die nach vorne verriegelt ist. Also werden wir hier wahrscheinlich unser Klonding freischalten irgendwo. Ja, und nur weil die von Atari gekauft wurden, die Entwickler können ja trotzdem noch irgendwas machen. Oder glaubst du, die setzt jetzt hin? Jö, 20 Mille von Atari, erstmal fett Urlaub. Aber was macht Atari? Die haben ihre Pseudo-Atari-Konsole rausgebracht, die man nur online kaufen kann, aber sich sonst keiner dafür interessiert. Wo ich damals auch gedacht habe, wäre eigentlich eine coole Idee. Aber nur wenn ich erfolgreich wäre, erfolgreicher, dann könnte man das machen. Wo ich am Schalter umgelegt habe, nicht vorher gespeichert. Das tut mir sehr leid. Gut, dass wir überlebt haben und nicht irgendwas getötet haben dadurch. Okay, bereits aktiviert, also konnte ich hier nur aktivieren. Second time my progress has been lost due to power loss. Heading to Alpha to throw the breaker again. If I can find a damn switch with all those robots remodeling the quadrant. When will we reconnect the system to Shodan again? Wenn ich die neue Cam habe, kann ich auch mehr Ausschnitt zeigen. Kann ich einen Topf von meiner Freundin anziehen. Die Verhandlung mit dem Vereinigten Konglomerat der Bergleute der Erde um die Schürfrechte auf den Saturnmonden verlaufen weiterhin gut. Team Optimum ist in einer einzigartigen Position, um ein Geschäft abzuschließen, da sich die Citadel Station bereits in einer stabilen Umlaufbahn befindet und über die notwendigen wissenschaftlichen Ausrüstungen für erste Untersuchungen verfügt. Die Gewinnprognosen sind unter der Annahme einer 30%igen Beteiligung an den lokalen Bergbauaktivitäten der VKB, der Standardsatz, sehr vielversprechend. Unsere Anwälte prüfen derzeit die Rechtmäßigkeit der Erhebung einer Raumschifffahrtssteuer von 25%, da Trioptimum technisch gesehen die ersten Rechte an den Schifffahrtsrouten im Saturnsektor besitzt. Die Elgato-Cam wurde zurückgeschickt, das sieht man glaube ich auch, wie ich aussehe. Wir benutzen hier die Sony ZV-1 demnächst als Cam. Dafür muss ich aber das Clean Signal abgreifen und dafür brauche ich nochmal einen Cam-Link. Und ich wollte halt eine Kamera, mit der ich auch mal wieder ein bisschen mobiler sein kann. Und ich habe heute auch schon so ein paar Videos aufgenommen. Also, vom Hund. Was machst du als erstes mit deiner Kamera? Ich mache Aufnahmen von meinem Hund, wie der fett durch die Gegend wackelt. Ja, es hört sich gut an. Auf jeden Fall gute Investition. War es falsch an der jetzigen Kamera? Ich finde, dass die Razer Cairo Pro ein bisschen überbelichtet. Immer, egal was man macht. Und der Greenscreen-Ausschnitt nicht so sauber ist dadurch. Also nicht nur wegen der Überbelichtung, sondern generell ist die Auflösung nicht so... Also 1080p ist halt nicht perfekt, finde ich. Bin leider Perfektionist bei manchen Sachen. Ach Moment, hier war doch auch ein Datenpad. Habe ich das nicht eingesammelt? Doch.
Das habe ich gerade vorgelesen. Boah, mein Gott, mein Gehirn, ey. Ich habe heute übrigens meine Haarkur in mein Gesicht gerieben. Aufgestanden. Was sind beides Pumpspender? Pumpspender in die Fresse und denkst so, boah, schmeckt komisch auf den Lippen und riecht auch komisch. Was Zeug für die Haare, ey. Moment. Das ist das Strahlending da hinten. Ich glaube, wenn ich mit Fußcreme meine Zähne putze, dann gehe ich zum Neurologen und sag, was passiert ist. Cyborg conversion canceled. Standard station restoration procedures online. Ah, hier war's. Ich hab den Schalter übersehen, was leider häufiger mal passieren kann. Die Cyborg-Umwandlung wurde abgebrochen, aber jetzt kann ich das doch benutzen, oder? Ich hoffe, es ist aktiv. Guten Tag, Pat. So, schnell hier durch. Jetzt sind wir wieder am Elevator. Moment. Macht die Maschine den Gruß? Okay, mit beiden Seiten. Dann ist okay. Goldenes Silberbesteck. Ein Messer aus Gold, was halt ein Credit wert ist, was halt nix ist. Kannst du auch verschrotten. Na, jetzt geht es nämlich um den Strahlenschutz. Ist Teil 1 ähnlich gut wie 2? 2 ist anders. Bei 2, es ist halt einfach so, wie es halt früher war mit Spielen. Der erste Teil, hast halt alles reingemacht, was du halt konntest mit dem Geld, was du hast. Und wenn der erste Teil erfolgreich war, hast du im zweiten Teil alles reingemacht, was du in den ersten Teil nicht reinmachen konntest. Da waren immer Fortsetzungen immer besser. Also meistens. Ich bin keine Munition mehr für die Magnus. Moment, da machen wir, also für die Magpulsgun. Da machen wir auf 2 die Schrotflinte erstmal, weil dafür habe ich ja wenigstens noch Munition. Guten Abend, Alucard. Die Detox-Univall-Antidot wurde Unterstützung der Giftbekämpfung in abgelegenen Gebieten entwickelt und wirkt den Auswirkungen von Toxinen und biologischen Gefahren entgegen. Zudem beseitigt es die Nebenwirkungen anderer Trioptimum-Pflaster. Zu den Nebenwirkungen gehört ein leichter, dauerhafter Gedächtnisverlust. Wollen wir mal.
Sollte mich das nicht eigentlich schützen vor dem Detox? Klappt ja gut. Das hat sich jedenfalls so angehört, aber ich glaube, es ist nur, wenn du rausgehst aus dem Raum. Dann kannst du... Ah ne, dann geht's wirklich sofort komplett weg. Aber wenn du drin bist, kriegst du halt die Strahlung ab, kannst dich ändern. Was habe ich gesagt? Hull, it's not just gamma. There are hazardous leaks appearing all over the station. Also, we're not getting any more Enviro suits. Garen and McCloud made some prototype Enviro packs that replace the regular suits. The packs work by generating some kind of field that protects the user, like a suit, I guess. I don't know all the details, but I heard they're making revisions to protect against several different hazards. I'll see if they'll make a few for us, then at the very least we can address the leak in Gamma next 22 room. Wenn ich gleich zurücklaufe, sterbe ich. Das ist so gesehen der letzte Abschnitt von dem Gebiet. Nicht nur so gesehen, das müsste fast der letzte Abschnitt sein, den ich so jetzt gerade erreichen kann. Sofortflucht, V1-Software erhalten, super. Die man am besten nie benutzt. Das Kolibri. Oder fliegender Papierdrache. Ich weiß nicht, an was den einer, also an was das Vieh einen erinnern soll. Und los. Ein Ablenkungsdummy. Ich hätte gern sowas wie einen Boost. Ne, von da bin ich ja gekommen.
Da müssen wir hin. Steuern das Ding wie so einen Lenkdrachen. Nein. Wie so einen Bumerang, den man leicht nachziehen kann. So, was machen wir damit? Gammastrahlungsgraben deaktiviert. Oh, heißt das jetzt, keine Gammastrahlung mehr hier vor der Tür für mich? Weil ich die Pads gar nicht benutzen brauchen. Ah, das Isotop X22, um das Schutzschild der Zitadelle zu aktivieren. Überlege gerade, ob ich mich umbringen lassen sollte. Weil ich halt... Ich habe keine Möglichkeit, mich zu heilen gerade. Großartig. Richtig gut, ey. Kein Kopf mehr, aber eine Cappy kannst du auch sammeln. Geht weg, Laser. Zum Reaktor, zur Maintenance. War in der Medizinebene. Forschung hat auch keine aktive Knoten mehr. Gehen wir erst in die Wartung. Na super. Au! Was haben mich jetzt getötet? Egal, sterben war richtig. Da habe ich wieder HP wenigstens.
Zwar nur 50%, aber es reicht ja auch erstmal.